Tage später, am 16. Juli, hatte ich dann Geburtstag und ich habe die Nacht mit einem gemütlichen Schaumbad meiner Lieblingsshow Avatar gestartet. Ja, hier seht ihr mich früh am Morgen mit so einem eingewickelten Locken-Dings, damit die Haare dann auch schön sind am Tag. Oft werde ich gefragt, ob ich vielleicht meine Roomtour machen könnte, aber es wird ausreichend für ein ganzes Video. Mein Zimmer sieht auch katastrophal aus, weil ich hier ja auch gleichzeitig drehe. Aber ich habe um mein Geburtstag ein bisschen aufgeräumt und ja, da könnt ihr euch ein bisschen umschauen. Hier ist mein Hollywood-Spiegel, der kann auch Musik spielen. Mein Bett, ich habe dieses typische IKEA-Prinzessinnenbett, das wollte ich immer haben. Sechs Feier gehabt. Ich überlege mir immer, was
Live gerappt.
persönliche Highlight war, dass Shirin David bei dem Auftritt gekommen ist. Wir wussten, dass ein Special Guest kommen wird und das Krasse war, wir haben schon seit Jahren gesagt, oh mein Gott, wie heftig wäre das bitte, wenn sie einfach ein Special Guest wäre. Und sie war dann halt auch wirklich nur in Berlin, ich glaube nur in einer zweiten Stadt, aber sonst war kein Special Guest dabei, ich glaube sonst nur Bushido. Aber das war halt das erste Mal, dass ich Shirin David gesehen habe und das wäre noch vor ihrer Tour und für mich war das, oh, diese Goddess, sie sieht einfach
Ich finde es so süß. Ja, das war auf jeden Fall ein Riesengeschenk für mich.
Schon der Heiligabend und ab da habe ich nicht mehr wirklich viel gefilmt, weil ich irgendwie erstens nicht die Zeit hatte und zweitens auch die Zeit mit meiner Familie genießen wollte. Wir waren später in einem Kindergottesdienst und haben Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen mit diesem wunderschönen Sternlichtprojektor im Dunkeln. Es ist immer so schön an Weihnachten in der Kirche. Zum Schluss waren wir bowlen. Jeder der drei Runden, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, war ich Erste und dann war
Ich unterstütze.